Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin dieses Kanals bzw. Podcast und ich möchte mit dir heute in dieser Folge über dominante Männer sprechen. Was macht ihren Magnetismus aus? Sind so die Pros und Contra? Sind sie vielleicht der perfekte Partner für dich als Single Ladies? Also diese Folge geht explizit an die Single Ladies, beziehungsweise wenn du homosexuell bist, dann natürlich auch an dich. Ich spreche gleich immer aus der Sicht einer Frau. Also liebe Männer, wenn ihr das jetzt seht, dann dreht es für euch bitte um. Dasselbe gilt natürlich auch für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Meine Videos sind generell immer geschlechterneutral und pick dir bitte auch nur das raus, was für dich hilfreich ist, für deine aktuelle Situation und mach dir nichts passen, wo es vielleicht nicht passt. Das ist immer ganz wichtig, da appelliere ich an deine Eigenverantwortung. Und wenn du natürlich magst, was du siehst, was du hörst, dann freue ich mich über dein Like, wenn du dieses Video teilst oder meinen Kanal abonnierst, um meine Arbeit zu unterstützen. Wenn du auch sagst, du möchtest eine individuelle Beratung, dass wir mal auf deine ganz persönliche Situation gucken, dann buch dir gern dein kostenloses Kennenlerngespräch. Link ist hier im Infokasten bzw. in den Shownotes. Buch dir deinen Termin und dann gucken wir, wie ich dich begleiten kann. Denn meine Mission ist es, dir wieder den Spaß und die Leichtigkeit auf deiner Partnersuche zu geben, damit du quasi fast nebenbei dir neue Möglichkeiten und passende Begegnungen in dein Leben ziehst. So, genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir starten rein. Dominante Männer ist ein Thema, was immer wieder auftaucht im Gespräch, insbesondere mit Single-Damen. Und diese Spezies sind extrem beliebt, sage ich ganz ehrlich. Emanzipation hin, Emanzipation her. Warum? Was macht ihren Reiz aus, ihre Attraktivität? Was darf man sich überhaupt unter einem dominanten Mann vorstellen? Ja, ein dominanter Mann ist jemand, der einfach ein unglaubliches Charisma hat. Wenn der den Raum betritt, dann ist der präsent. Ja, der strahlt Selbstbewusstsein aus, der strahlt Stärke aus. Ja, der liebt es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind Männer, die wissen, was sie wollen. Die sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Die sind aber auch gewohnt, für andere Entscheidungen zu treffen. Und die strahlen dadurch eben eine unglaubliche Stärke aus und Gelassenheit. Ja, und das macht sie so für ganz viele Frauen unglaublich attraktiv. Und wenn man das auch so im evolutionsbiologischen Kontext sieht, dann ist es natürlich so ein Mann, der Stärke ausstrahlt, ja. Der wurde ja früher auch als guter Versorger und Beschützer gesehen, der sich eben gut um die Familie, um den Nachwuchs kümmern kann. Und auch wenn wir heute zwar viel weiter sind, ist das immer noch teilweise mit ein Grund, warum viele Frauen darauf anspringen. Doch welche Frauen springen überhaupt auf so einen Typ Mann an? Na, weil wir hören ja immer wieder Gleichberechtigung, Augenhöhe, das sind so die gängigen Begriffe auf der Partnersuche. Und warum gibt es doch so eine hohe Attraktivität für diese Spezies Mann, die sich als dominant bezeichnen? Ganz einfach, es gibt zwei unterschiedliche Haupttypen von Frauen, die diese Männer mögen und da auch extrem drauf anspringen. Das eine liegt, glaube ich, auf der Hand, ist eher so dieser ängstliche, unsichere Frauentyp. Frauen, die sich vielleicht die starke Schulter zum Anlehnen suchen, ja, so ein Beschützer, aber auch Frauen, die vielleicht nicht gerne Entscheidungen treffen oder denen es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen und die dann vielleicht auch dankbar sind, wenn da jemand ist als Partner, der ihnen diese Entscheidung abnimmt für sie. Das ist so die eine Spezies. Und der andere Typus Frau, der auf dominante Männer anspringt, ist genau das Gegenteil. Das ist meistens die selbstbewusste Frau, die aber in ihrem Alltag so ein bisschen Action sich wünscht. Ja, so ein bisschen Abenteuerlust,
die absolut keine Langeweile haben will mit so einem langweiligen 0815-Typen. Das ist der zweite Typus Frau, der auch extrem gerne und oft auf dominante Männer anspringt. Das sind die sogenannten Sensation Seekers. Da gibt es auch Studien drüber und das sind so diese beiden typischen Frauen. Also verstehe mich nicht falsch, alles, was ich hier jetzt sage, soll überhaupt nicht dazu dienen, in irgendwelche Schubladen zu denken oder zu schieben, weil das ist mir komplett zuwider. Denn dafür steht mein Business absolut für Diversität und Offenheit. Aber ich möchte mal so ein bisschen versuchen, klar zu machen, was ist ein dominanter Mann, was macht ihre Attraktivität aus und warum fahren eben immer noch so viele Frauen trotz Gleichberechtigung, Feminismus und Co. immer noch auf diesen Typus Mann ab. Und das sind, wie gesagt, so die zwei häufigsten Typen. Natürlich kann jede Frau da auch drauf abfahren. Ne? Also wie gesagt, es gibt keinen nur entweder oder. Aber das sind so die zwei häufigsten Gruppen, worüber es auch Studien gibt, die das belegen. Also die eine eher so das graue Mäuschen, die unsichere, und das andere durchaus die selbstbewusste, die aber so diesen besonderen Kick im Alltag sucht, die Action sucht, die Herausforderungen sucht. Ja, und die mit so einem, ich sag mal, Softie, einen, der vielleicht immer Ja und Amen sagt, da überhaupt keinen Bock drauf hat. Das sind so diese beiden Typen. Und im Nachgang möchte ich dir auch noch mal kurz erklären, was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile von dominanten Männern? Ja, und ist das vielleicht der perfekte Partner für dich als Single Lady oder solltest du das eher sein lassen? Ich habe ja beschrieben, dominante Männer sind es gewohnt, Entscheidungen zu fällen, ja, ihren Weg zu gehen. Also die stehen auch extrem für ihre eigenen Bedürfnisse ein. Und Dominanz ist nicht, was du lernst. Das ist meistens angelegt in deiner Persönlichkeit und wird natürlich geprägt dadurch, wie du auch aufwächst. Aber ich würde schon mal behaupten, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was angelegt ist. Das kannst du nicht erlernen. Das wird vielleicht verstärkt oder unterdrückt von deinem Umfeld, je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Aber es ist einfach angelegt. Und entweder man hat sie in sich oder man hat sie nicht, dass man Menschen gerne führt und festlegt und so weiter. Ja, und der Vorteil ist natürlich, dass, wie gesagt, diese Männer wissen, was sie wollen. Die haben keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Die haben natürlich auch so dieses, ja, was die Sensation-Seeker-Frau ja sucht, dieses Abenteurer-Gehen auch, mal den Mut, Neues zu wagen. Ja, die sind mutig, die trauen sich was, die treffen Entscheidungen, die fackeln dann nicht lange rum. Die strahlen natürlich Sicherheit, Gelassenheit, Selbstvertrauen aus. Ja, der Nachteil ist aber eben, weil sie es gewohnt sind, immer quasi für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen, sich das zu holen, was sie brauchen und das auch für andere festzulegen, dass sie natürlich ein Stück weit daran gewöhnt sind, immer alles unter Kontrolle zu haben. Ja, weil die anderen machen das ja so, wie sie es festlegen. Das hat zur Konsequenz, dass das oft Männer sind, die dadurch nicht so gerne Gefühle zeigen, weil sie wollen ja alles unter Kontrolle haben. Deshalb legen sie ja alles fest und entscheiden sowohl für sich als auch zum Beispiel für ihre Partnerin. Ja, und die tun sich oft schwer damit, Gefühle zu zeigen, weil Gefühle sind ja eben nicht kontrollierbar und laufen manchmal aus dem Ruder. Und deshalb, wie gesagt, trifft nicht für alle zu, ist aber unter anderem auch ein Merkmal. Ein anderes Merkmal, woran du das auch erkennen kannst, dass du vielleicht einen dominanten Typen datest, ist halt auch, dass die auch so ein bisschen den Hang dazu haben, gerade weil sie es eben gewohnt sind zu führen im Alltag und vielleicht auch in der Sexualität, dass sobald die Widerworte kriegen, ja, oder Stress gibt, irgendwie Reibepunkte zwischen euch, die den Hang haben, dann sarkastisch zu werden, dich vielleicht auch so ein Stück weit versuchen herabzusetzen, klein zu machen, ja, weil sie ja die Führungsrolle für sich beanspruchen. Und wenn dann da eine Frau kommt, die im Grunde immer dagegen bollert und auch mal auf den Tisch haut und die Meinung sagt, dann wird es natürlich schwierig, wenn so zwei Alpha-Tiere, sage ich mal so, aufeinandertreffen. Ja? Also das merkt man daran auch ganz schnell, wie reagiert jemand in
Ja, Stresssituation ist vielleicht das falsche Wort, aber du verstehst, was ich meine, wenn es vielleicht mal zu Meinungsverschiedenheiten kommt, ja, oder wenn du mal dagegen hältst. Weil ein dominanter Mann hat kein Interesse daran, dich auf Augenhöhe zu halten. Der will ja dominieren, der will führen, der will festlegen. Egal wie viel er festlegt, ob er die Entscheidung abnimmt, ob er Entscheidungen für dich trifft oder ob er sogar festlegt, was du anziehst, ja, welche Intimitäten ihr im Bett austauscht. Das kann ja viele Facetten haben. Dominanz hat nicht nur was mit Sexualität zu tun, das zeigt sich auch in ganz vielen Situationen im Alltag. So, und das sind so zwei, würde ich mal sagen, negative Aspekte, die dir bewusst sein sollten, wenn du dich für einen dominanten Mann entscheidest. Das heißt natürlich auch für die Kennenlernphase zum Beispiel, dass du, das gilt natürlich für alle Männer, aber bei so einem Mann extrem, auch mal Paroli bieten solltest, dass du dich nicht verbiegen solltest. Ja, dass wenn der anfängt, da was festzulegen, weil dominante Männer, die lieben es natürlich auch zum Beispiel Dates zu organisieren, dass du ihm auch da die Führung überlässt, aber dass du durchaus auch dich traust, mal zu sagen, wenn dir zum Beispiel die Aktivität nicht passt, der Termin nicht passt, der Ort nicht passt, was auch immer, ja, dass du da nicht kuscht, weil der vielleicht booms so auftritt und du dich gar nicht traust und eingeschüchtert bist, was dagegen zu sagen. So, und verstehe mich nicht falsch, das sind tolle Männer, die sind unglaublich charismatisch, deshalb sind sie ja so attraktiv für viele Frauen und so anziehend. Aber dir muss das eben bewusst sein, wenn du dich auf so einen Mann einlässt, dann muss es für dich akzeptabel sein, dass du eben mehr mit dem Strom schwimmst als gegen den Strom. Weil dein Date möchte ja die Führung übernehmen. Wenn du aber zum Beispiel vom Typus eine Frau bist, die der ganz wichtig ist, so auf Augenhöhe als Teamplayer zu fungieren, dann ist ein dominanter Mann für eine langfristige Partnerschaft sicherlich nicht die erste Wahl. Vielleicht für eine kurzfristige Affäre, Freundschaft plus, also alles, wo es unverbindlich ist, Spiel, Spannung, Spaß, ja, kann man wunderbar haben. Auch gerade, weil das eben so ein bisschen diese Bad Boys, diese Abenteurer-Mentalität auch ist, dass die sich was trauen. Aber wenn du langfristig einen Partner suchst, bist du sicherlich besser aufgehoben mit jemandem, der nicht dominant ist. Ja, der dir vielleicht auch mehr das Gefühl gibt, du bist für ihn die Nummer eins, der dir nicht ständig das Gefühl gibt, er ist unabhängig von dir. Was vielleicht auch bei der einen oder anderen so eine gewisse Verlustangst triggert. Ja, der vielleicht auch mehr daran interessiert ist, einen Kompromiss zu finden. Ob du dich auch wohlfühlst mit irgendeiner Aktivität, wie es dir geht. Ja, das muss dir bewusst sein. Also ein dominanter Mann vertritt in erster Linie seine eigenen Interessen. Das heißt nicht, dass er dich da komplett wegmäht wie so ein Rasenmäher. Das heißt es nicht. Ja. Aber der sieht natürlich schon zu, dass er seine Bedürfnisse durchgesetzt kriegt. Deshalb möchte er ja auch führen. So, und den Ton angeben. Das muss dir immer bewusst sein. Und das hast du eben bei einem nicht dominanten Mann gar nicht oder wenig ausgeprägt. Dem ist vielleicht eben Konsens wichtig. Ja, miteinander, statt ich sag jetzt, was läuft. Und das sollte dir als Frau bewusst sein. Also so attraktiv vielleicht diese Stärke anfangs sein mag und so anziehend, wird sie vielleicht auf Dauer für die ein oder andere Frau auch durchaus zur Herausforderung, weil du dann merkst, hey, meine Vorstellung von Partnerschaft ist eine ganz andere. Nämlich Gleichberechtigung. Ja, dass ich hier auch was zu sagen habe und auf mich hier auch gehört ist. Natürlich werden dominante Männer, ja, das ist natürlich auch immer abhängig, wie stark ist die Dominanz bei demjenigen ausgeprägt. Auch ein dominanter Mann muss in einer Partnerschaft lernen, dass er sich irgendwann mal zurückzunehmen hat, weil ansonsten bleibt er ewiger Single, dann funktioniert das nicht oder bleibt halt nur in oberflächlichen Verbindungen hängen. Ja, das wird er auch lernen. Aber die Frage ist, inwieweit ist er gewillt, sich wirklich zurückzunehmen? Und da musst du dich dann als Frau auch fragen, du dich eben auch. Genießt du das, wenn jemand die Führung übernimmt, indem du für dich vielleicht das Gefühl hast, du kannst einfach mal loslassen? Vielleicht auch insbesondere, wenn du beruflich erfolgreich bist, eingespannt bist, wo du sagst,
ich finde es privat wunderbar, dass ich nicht immer Entscheidungen treffen muss, dass ich nicht immer wortwörtlich meine Frau stehen muss, sondern dass da mal jemand ist, der mir vieles abnimmt. Das ist völlig okay. Wenn du aber ein Frauentypus bist, die sagt, nee, ich habe hier auch was zu sagen und meine Meinung zählt auch. Ja, und ich habe keinen Bock, dass mir einer immer erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann würde ich dir sagen, lass die Finger davon. So sexy und attraktiv das eingangs wirken mag, dann kann ich dir nur sagen, dann bist du nicht die richtige Partnerin für diesen Typus Mann. Und deshalb appelliere ich nochmal, wenn du auf der Partnersuche bist, dann mach dir ganz klar, wie stellst du dir deine Partnerschaft vor? Ja, und dann stell dir genau solche Fragen. Ist das Gleichberechtigung, Geben und Nehmen? Ausgewogen, ist das Augenhöhe, ist das Teamplayer? Oder wünschst du dir eher den Beschützer, die starke Schulter, so diesen Macher, der dir eben vieles abnimmt? Mach dir das bewusst. Und je bewusster dir das ist, desto klarer und einfacher kannst du auch mit ganz unterschiedlichen Typen Männern einfach umgehen. Und mir war es nur wichtig, weil dieser dominante Mann halt immer wieder auftaucht in meinen Beratungen und ich es selber auch aus meiner Single-Zeit kenne, weil die eben so unglaublich charismatisch, sexy und anziehend sind und es vielen Frauen so geht, war mir das wichtig, das einfach mal auszuführen, was ihn ausmacht, was die Pros und Kontras sind. Wie gesagt, es ist per se kein schlechter Typus Mann, aber dir sollten diese Eigenschaften bewusst sein, wenn du dich auf so einen Mann einlässt, beziehungsweise auch schon in der Kennenlernphase, wenn du merkst, dass einer da komplett das Steuer in die Hand nehmen willst, musst du dich einfach fragen, kannst du da mitgehen? Möchtest du das? Oder sagst du so, nee, für mich gelten andere Regeln. Ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Aha-Momente bescheren. Wenn dir gefällt, was du siehst, freue ich mich, wenn du mir dein Like schenkst, dieses Video teilst oder auch meinen Kanal bzw. Podcast abonnierst. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist.